Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Der 21. Spieltag liegt hinter uns und Fortuna Düsseldorf gewann zu Hause gegen Sandhausen 1-0. Ich glaube, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir gegen die Sandhäuser zu Hause gewonnen haben. Also geht ein Trend voran. Wir haben es Anfang der Saison in der Hinrunde geschafft, gegen sie auswärts zu gewinnen und jetzt auch noch zu Hause. Ich bin etwas überrascht, dass wir das tatsächlich geschafft haben. Das Spiel war knapp, aber das wollen wir besprechen. Ich bin der Mo und mein Partner heute, oder der Co-Moderator, wie ihr möchtet, der Micha. Moin, Micha. Moin. Bist du genauso überrascht wie ich, dass Fortuna Düsseldorf das Spiel gegen Sandhausen gewonnen hat? Überrascht nicht, aber ich habe gedacht, ein Punkt ist drin. Also ich bin zufrieden. Es ist mehr, als ich eigentlich erwartet habe, der Sieg. Man könnte also sagen, das Fazit ist, Fortuna Düsseldorf hat ein Tor gemacht. Man warf phasenweise offensive Stiche, gesetzt danach, aber wirklich viel passierte nicht mehr. Und wenn man unter Druck geriet, machte man auch defensiv kleine Fehler. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich fand, das Spiel war eigentlich ganz ordentlich von Fortuna. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch mehr als in der zweiten. Da hat man ab und zu ist dann Fortuna ins Laufen gekommen und hat dann 3-4 schöne Passspiele und Laufwege gehabt, wo sie sich nach vorne kombiniert haben. Also ohne wirklich dann vorne gefährlich zu werden oder zu Torchancen zu kommen. Und in der Defensive standen sie ganz ordentlich. Da ist Sandhausen ab und zu durchgekommen. Aber wenn die dann durchkamen, da hat Wolf hinten dann die Null gehalten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat natürlich wieder bärenstark gehalten, dazu kommen wir später. Also würdest du sagen, dass Fortuna diese Saison scheinbar eine Qualität hat, auch unverdiente Spiele zu gewinnen? Ja, das eigentlich schon von Anfang an der Saison, dass man Spiele gewinnt, die eigentlich hätten unentschieden ausgehen müssen, wenn es gerecht gewesen wäre oder sogar verlieren müssten. Aber irgendwie kriegt Fortuna hin, die Spiele zu gewinnen, die Saison. Kommen wir mal zu ein paar Sachen, die so vor dem Spiel passiert sind. Hennings kam für Botzig in die Startelf, Funkel kehrte zum 4-2-3-1 zurück. Später im Spiel wechselte man auf 4-4-2, als dann Howard Nielsen in die Partie kam. Besonders im Spiel, nie mehr zweite Liga. Nein, Spaß beiseite. Der Nichtabstieg ist besiegelt, Micha. Jetzt haben wir die 43 Punkte, also sind wir auch rechnerisch gesichert. Ja, das war mir eigentlich schon letzte Woche. Das ist mir aber auch dann erst nach der Podcast-Aufnahme eingefallen, dass wir ja die 40 Punkte haben und dementsprechend nicht mehr absteigen können. Ich sag mal so, hätte mir vor der Saison einer gesagt, dass wir nach, der wievielte Spieltag ist das, der 21. Jo. Wenn wir da schon sicher die Klasse gehalten haben, da hätte ich den eigentlich, vor der Saison hätte ich es unterschrieben, das auf jeden Fall. Wer hätte das nicht? Kurz als im Spiel war natürlich die Ecke, die geschlagen wurde von Genki Haraguchi, ja Hoffmann, der kam mit Tempo rein, köpfte das Ding in die Maschen. Wurde auch schlecht verteidigt von Sandhausen, muss man sagen. Danach plätscherte das Spiel ja auf einem Niveau herum, was nicht gut, aber auch nicht schlecht war. Nach der Halbzeit gab es halt diesen krassen Zusammenstoß von Genki Haraguchi und Klingmann. Die rasseln da zusammen und beide müssen runter. Genki Haraguchi hat nur eine Gehirnerschütterung. Er wird erstmal mit Fortuna nicht trainieren können diese Woche. Danach muss man mal sehen, wie es weitergeht. Sandhäuser Rechtsverteidiger muss dann mit Schädelbruch erstmal in der Uniklinik verweilen. An dieser Stelle gute Genesungsgrüße oder Wünsche, wenn man so möchte. War natürlich schon eine krasse Sache, wie die da beiden zusammen geklatscht sind. Wie hat man das eigentlich im Stadion gesehen? Weil auf Sky haben die sich geweigert, da noch die 10. Zeitlupe rauszuholen. Ich glaube, die haben 2 Zeitlupen gezeigt. Danach war auch gut. Ja, im Stadion, das ist einfach, du siehst, 2 Leute gehen zum Kopfballduell hoch und fallen dann um, wo dir eigentlich klar ist, okay, die sind hier mit dem Kopf aneinander geraschelt. Aber dass es dann so krass wird, habe ich halt auch erst gesehen, als ich dann zu Hause die Wiederholung gesehen habe. Ich glaube, der Hoffmann hat gesagt, man hat es auf dem Platz knacken gehört. Ja, das war wahrscheinlich der Schädel, der gebrochen ist. So krass das jetzt klingt. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass wir da jetzt einem von beiden irgendwie was Böses wollen. Das ist Böses zusprechen können. Das ist einfach ein Kopfballduell, was halt unglücklich war und beide gehen halt mit 1000% Enthusiasmus und Willen halt dahin, zu diesem Ball, der nach dem Anstoß hoch auf den Flügel fliegt und knallt dann halt aneinander. Vor allem beide mit Blick, also mit den Augen Richtung Ball und gar nicht drauf achten, dass da ein anderer Spieler kommt und ja, ist unglücklich. Es muss weitergehen. Jetzt ist die Frage, viele kritisieren die Sanitäter, die da aufs Spielfeld kamen und angeblich ziemlich lange gebraucht haben. Wollen wir die an dieser Stelle
besprechen oder sagst du, das sollen lieber andere machen? Ja, ich sag mal so, ich habe im Stadion auch gedacht, warum, also der Schiedsrichter hat schon gefühlt, während die beiden noch in der, am Fallen war, hat der Schiri schon die Ärzte der Mannschaften geholt. Ja, weil der wahrscheinlich genau das Knacken ja, hört, genau. Wie jeder andere auch. So, und das ist so, du merkst schon, dass die Spieler halt hektisch werden. Und dann merkst du schon, okay, das ist nichts Normales. Da kann man sich als Sanitäter auch schon mal in Lauerstellung setzen, sag ich mal. Und jetzt dass der Hoffmann dann komplett über den Platz laufen muss, um dann die Sanitäter persönlich abzuholen, das ist so. Jetzt haben wir natürlich das Pech in der Esprit Arena, dass wir, wenn man von der Trainerbank guckt, sind auf der linken Seite in dem einen Gang. Die stehen ja ziemlich weit am Abseits und kriegen wahrscheinlich auch nicht so viel mit. Müsste man die relokalisieren oder muss man da einfach nochmal die Augen und Ohren schulen? Wenn man da ein bisschen aufgepasst hätte, dann hätte man das, glaube ich, auch mitbekommen können. Aber das ist wahrscheinlich so, als Sanitäter beim Fußball, da denkst du eher, ja, es passiert schon nichts und wir sitzen hier jetzt rum und unterhalten uns. Ja, ist halt lief halt unglücklich, so dass er, wie gesagt, dass Hoffmann die wirklich persönlich abholen musste da. Aber im Endeffekt werden sie sich, glaube ich, gut um ihn gekümmert haben. Gehen wir direkt in die 74. Minute, ohne wirklich weiter darüber zu quatschen. Ja, Gelb-Eihahn nach Handspiel, Foul-Elfmeter. Und jetzt muss ich einen Podcast zitieren, den Brennerpass. Wie dumm. War es deiner Meinung nach so dumm? Weil ich weiß, also im Stadion war ich so, der Ball kam reingeflankt, dann gab's einen Pfiff, dann stellen sich die Leute auf und man dachte so, okay, offensiv faul, weil Eihahn auf dem Boden lag. Also wirklich gefühlt erst 30 Sekunden später hat man im Stadion gemerkt, dass jetzt ein Elfmeter gepfiffen wurde und man wusste auch gar nicht warum. Du hast es halt in den TV-Bildern direkt gesehen. Der Schiedsrichter hat es auch direkt angezeigt. Also der Eihahn, der fliegt am Kopfball vorbei, der weiß, er kriegt ihn mit dem Kopf nicht mehr, hebt praktisch die Hand an seinen Kopf und versucht den zu berühren. Der berührt den Ball nicht richtig, aber die Berührung reicht schon, dass der Sandhäuser Spieler, der eh nicht an den Ball gekommen wäre, was du dann siehst im Fernsehbild, nicht an den Ball kommt. Dumme Aktion, ein Elfmeter. Hätte er sich mehr darauf konzentriert, einen Schritt nach vorne zu gehen, den Ball zu köpfen, wo er die Zeit zu gehabt hätte, und statt mit der Hand zu spielen, wäre das auch nicht dazu gekommen. Zum Glück hatten wir Raphael Wolf in dieser Situation, der einen Strafschuss hielt, der so semi-gut geschossen war, aber auch den musst du erstmal halten. Wenn der Torwart einen Elfmeter festhalten kann, dann ist es auf jeden Fall ein scheiß geschossener Elfmeter. Es ist, ich sag's so oft hier im Podcast, ein Elfmeter muss einfach feste und am besten hoch sein. Dann kann der Torwart auch, wie man gegen Kaiserslautern, als Haraguchi den Elfmeter schießt, der war ungefähr genauso platziert wie jetzt der von Sandhausen Elfmeter. Und da war der Torwart von Kaiserslautern auch dran, aber der war so fest, dass der halt trotzdem reinging. Und hier kann er den festhalten, so. Und dann denke ich mir, liegt es an dem Unvermögen der Spieler, dass sie es nicht schaffen, harte, platzierte Elfmeter zu schießen? Trainiert man das nicht als Spieler? Ich weiß noch, dass unser Trainer uns früher zwischendurch mal Elfmeter hat schießen lassen im Training und gesagt hat, komm, probiert die mal hart zu schießen, schießt mal auf eine Wand. Sowas haben wir halt im Training zwischendurch mal gemacht. Machen das Profifußballer nicht, weil es selbstverständlich ist? Oder ist da einfach der Druck viel zu hoch, dass man dann irgendwas probiert, was man eigentlich nicht kann? Ich glaube einfach, dass die meisten Elfmeterschützen halt sagen, ja, ich guck den Torwart aus und setze ihn dann platziert in die Ecke, anstatt einfach sich den Ball zu nehmen und den einfach unter die Latte zu knallen, so wie Hennings das letzte Mal oder wie jetzt Haraguchi auch das letzte Mal den Elfmeter, einfach mit Kraft, und dann ist das Ding auch drin. So, natürlich kannst du den auch verziehen, aber ich hab's lieber, wenn einer den mit Vollspann dann meinetwegen drüber haut, als wenn er den dann so schießt, dass der Torwart den Ball auch noch festhält, was eigentlich die Höchststrafe ist für einen Elfmeterschützen. Dann hat Raphael Wolf natürlich noch ein paar geile Paraden gehalten und Fortuna somit den Sieg festgehalten, wenn man so möchte. Kommen wir noch zu ein paar News außerhalb des Spielfeldes. Fortuna hat Jean Decky verpflichtet, U21-Nationalspieler. Aus Senegal. Der ist sehr jung, sollte halt sehr talentiert sein, und was versprichst du dir von ihm? Die Ansage vom Verein war jetzt, der spielt die Rückrunde in der zweiten mit, und je nachdem, wie es dann da ausgeht oder wie er da spielt, beziehungsweise präsentiert, wird es dann nach dem Sommer dann bei ihm in der ersten oder in der zweiten Mannschaft weitergehen. Also er ist beidfüßig, er kann auf dem Flügel eigentlich links wie rechts beides alles spielen, also natürlich ein Mann mit guten Vorschusslorbeeren, der natürlich auch körperlich dafür, dass er 20 ist, glaube ich, einiges mitbringt. Ja, ich denke mal, der ist auch
mit Hinblick darauf, dass man Zimmer wahrscheinlich nicht halten werden kann, wird er wahrscheinlich dann nächste Saison die Zimmerrolle übernehmen. Oder zumindest wird es wahrscheinlich so geplant sein, ob er sich dann dementsprechend entwickelt und dann Zimmer dann ersetzen kann, wenn Zimmer zurück nach Stuttgart geht, wird sich dann noch zeigen. Wir werden sehen, ob er das Niveau erreicht. Fortuna ist Erster und trotzdem wird Fortuna kritisiert. Man könnte besser spielen. Ist jetzt eine Schwäche, dass man nicht überzeugend gewinnen kann, oder ist es eine Stärke? Es gibt ja diesen Satz, ein gutes Pferd springt noch so hoch, wie es muss. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass Fortuna mehr daraus machen müsste, aber man eigentlich in der zweiten Liga eine Qualität hat, dass du eigentlich, jetzt hau ich nochmal eigentlich raus, aber nicht jeden Gegner so wegputzen kannst. Ja, ich bin auch deiner Meinung, dass die zweite Liga halt so eng ist, dass man halt nicht wirklich mal einen Gegner irgendwie 3-4-0 wegputzen kann. Und ich habe das Gefühl, dass Fortuna-Fans auch teilweise, jetzt weil man oben steht, ein bisschen überheblich werden und irgendwie erwarten, dass man jetzt Kombinationsfußball vom Herrn spielen, so sage ich mal. Ich bin halt zufrieden, dass man gewinnt und dass man halt vielleicht mal eine Halbzeit gut spielt, aber man spielt wenigstens eine Halbzeit gut und wenn es reicht, ist okay. Und wenn man sich dann halt am Ende hin ein bisschen glücklich und ein bisschen mit Kampf dann das eine Tor Vorsprung dann über die Zeit bringt, von mir aus gerne, wenn man so aufsteigt, habe ich damit keine Probleme. Ich spiele lieber so, als statt, dass Fortuna dann überragend kombiniert und dass Fortuna dann ein Spiel irgendwie 4-0 gewinnt, aber danach die nächsten zwei 1-0 verliert. Deswegen lieber viermal 1-0 gewinnen, als einmal 4-0 gewinnen. Das scheint natürlich irgendwie so ein deutschlandweites Ding zu sein in den letzten Monaten, würde ich mal behaupten, dass auch kleinere Mannschaften durch Kampfeswillen plötzlich Siege erzwingen. In der zweiten Liga ist es jetzt am Wochenende passiert, dass Bremen Schalke besiegt hat mit einem unheimlichen Kampf. Und wir auch erlebt haben, dass Kaiserslautern, Sandhausen, auch kleinere Mannschaften, auch ziemlich hart gekämpft haben dafür und phasenweise gar nicht so schlechten Fußball spielen, wie man es der Tabellensituation eigentlich ablesen müsste. Kommen wir aber nochmal zu positiven Sachen. Micha, welchen Spieler möchtest du eigentlich kritisieren jetzt am letzten Spiel gegen Sandhausen? Sagen wir vergeben den Es war nicht sein Tagpreis. Ich finde ja tatsächlich, der sollte an Kahn Eihan gehen. Es war so dumm. Ja, aber was Kahn Eihan angeht, ich weiß nicht, ob der, wenn er da nicht hingeht, ob der Stürmer hinter ihm den Ball da nicht einfach einköpfen kann. Und ich weiß auch nicht, ob Eihan da nicht eigentlich auch eine rote Karte für hätte kriegen müssen, weil er halt wirklich dem Stürmer den Ball vom Kopf wegnimmt. So. Ja, aber regeltechnisch ist es so, er berührt den Ball, bevor der Stürmer den Ball köpft. Hätte der Stürmer jetzt den Ball geköpft, weil der Ball hätte mehr Drang zum Tor gehabt, und er verhindert praktisch eine Torchance, dann wäre es der Feldverweis gewesen. Aber so ist es halt nur gelb. Ich finde halt nur schade, dass er eigentlich eine Qualität hat, die Bundesliga-Niveau hat, zumindest Bundesliga-Mittelfeld bis untere Hälfte, würde ich auf jeden Fall ihm zugestehen. Aber dadurch, dass er immer wieder so Kleinigkeiten macht und so Undiszipliniertheiten bringt, irgendwie, weiß ich nicht. Am Ende sind wir alle schlauer, weil Fortuna hat gewonnen. Ich lese im Skript, dass du irgendwie niemandem den Es war nicht sein Tagpreis geben möchtest. Deswegen frage ich dich einfach mal, wer bekommt dein Man of the Match? Ja, mein Man of the Match bekommt ganz eindeutig Rafa Wolf. Juhu. Ja, weil einerseits wegen dem gehaltenen Elfmeter und er hat halt auch das Ding, wo Hoffmann halt sich denkt, ja, ich will noch ein zweites Tor machen und den Ball aufs eigene Tor köpft, den hat er auch noch überragend gehalten und der hat halt, er hat wirklich Fortuna die Null gehalten und damit die drei Punkte geholt für Fortuna. Dem pflichte ich auf jeden Fall bei. Da stellt sich einigen die Frage wahrscheinlich, wer ist Michael Rensing? Jetzt stelle ich die Frage aber nicht, wird Rensing, wenn er wieder da ist, geplant ist, glaube ich, Mitte der Rückrunde gewesen. Ob man das einhält, weiß man noch nicht. Aber wird Fortuna Düsseldorf mit Rafa Wolf verlängern? Oder sagt man, okay, Reisende will man nicht aufhalten, wenn er jetzt Angebote bekommt von anderen Clubs und er eigentlich weiß und der Vorstand weiß, am Rensing wird er nicht vorbeikommen, weil der, sagen wir mal, etatmäßig die Nummer 1 ist. Das ist eine schwere Frage, ob man dann, weil meiner Meinung nach müsste man eigentlich Wolf als Stammtorwart behalten, ob das dann das Geld zulässt, dem dann einen Vertrag zu geben, der dann
als Stammtorwart, sage ich mal, platziert ist und dann trotzdem den Rensing auf die Bank zu setzen. Ob das jetzt irgendwie gut ist oder ob das dann nur Unruhe in die Mannschaft bringt oder ob Wolf sich dann abfindet, den Vertrag zu verlängern und dann doch wieder nur auf der Bank zu sitzen, obwohl der jetzt zeigt, dass er eigentlich ein sehr guter Torwart ist. Dann wird sich, glaube ich, auch das Management den Kopf zerbrechen, wie die das jetzt machen. Und Funkel wird sich wahrscheinlich auch denken. Wahrscheinlich ist er, ja okay, das klingt vielleicht ein bisschen arschig, aber der wird wahrscheinlich auch froh sein, dass Rensing noch nicht fit genug ist, um Ansprüche auf die Startelf zu stellen. Aber wenn er dann fit wird, dann könnte das Unruhe reinbringen. Schreibt uns mal in Social Media oder in den Kommentaren, was ihr davon hält. Social Media findet ihr natürlich unten in den Shownotes oder der Beschreibung, je nachdem, wo ihr gerade uns zuhört. Geben wir noch einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen unseren nächsten Gegner Union Berlin. Spiel ist am Samstag in der alten Försterei. Ja, Micha, was sind unsere Tipps? Ich schätze Union Berlin eigentlich stark ein. Habe ich zumindest. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe jetzt im Skript geschrieben, 2-2 ist mein Ergebnis. Du hast jetzt geschrieben, dass Fortuna Düsseldorf auswärts gewinnen wird. Wie kommst du dazu? Ja, mein Tipp ist ein 2-1, weil meiner Meinung nach Union Berlin halt ein mitspielender Gegner ist und das Fortuna, glaube ich, in die Karten spielt. Und Fortuna sich eher schwer tut gegen Mannschaften, die defensiv gut stehen und dann kontern. Und wie gesagt, ich denke mal, Union Berlin ist halt eine Mannschaft, die auch vor allem zu Hause dann mitspielen will und dass Fortuna die dann gut auskontern kann und defensiv dann hoffentlich gut genug steht, um dann das Ergebnis, sage ich mal, wieder über die Zeit zu bringen dann. Und deswegen, wie gesagt, mein Tipp ist ein 2-1 für Fortuna. Bevor wir zum Ende kommen, wollte der Micha noch was loswerden. Es gab ja vor dem Spiel, gab's ja das Marketingplakat mit dem Spruch Sandhausen vom Platz fegen. Da wollte der Micha gerne zu der Funkelkritik noch ein paar Worte an euch verlieren. Natürlich, wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt es natürlich uns auch auf Social Media. Wie gesagt, Links findet ihr in der Beschreibung oder in den Shownotes. Dann Micha, the stage is yours. Ja, ich habe halt die Aufregung vom Friedhelm Funkel nicht verstanden zu dem Plakat. Weil das ist halt, Fortuna macht seit Jahren so diese Sprüche, die dann ein bisschen überheblich, aber als Fortuna-Fan weißt du, dass das halt auch nicht unbedingt ernst gemeint ist so. Und es ist einfach nur ein Witz von wegen Sandhausen, dass man den Sand vom Platz fegt. Und dann darüber sich so aufzuregen, verstehe ich nicht. Vor allem, weil es halt schon immer so Plakate gab. Wir machen aus Löwen Senf. Oder gegen Aue war es, ja, ihr könnt nach Aue fahren, statt ihr könnt nach Hause fahren. So, es sind einfach so eigentlich doofe Sprüche, die ich persönlich eigentlich schon sehr lustig finde. Aber es einfach platt ist. Ne? Ja, es ist einfach platter Humor und bisschen provozieren, aber nicht ernst gemeint provozieren, sondern einfach nur ein lustiger Spruch, den man gerne mal nach 2-3 Bierchen sagt und sich dann als lustigster Mensch in der Kneipe fühlt. Also ich kann verstehen, dass dann Funkel sagt, so von wegen, ja, man soll jetzt nicht überheblich werden, aber ja, man war auch schon so überheblich, als man im Abstiegskampf war. Da hat man auch schon geschrieben, ja, so von wegen, wir machen aus Löwen Senf. Und deswegen dachte ich mir so, warum macht er da jetzt so ein Thema draus? Wahrscheinlich wollte er von Fans, die vielleicht ein bisschen so hochgesteckte Erwartungen haben, so ein bisschen, ja, auf den Boden der Tatsachen holen, klingt so, wie als würde ich eine Fliege mit einer Pfanne erschlagen wollen. Aber wahrscheinlich ist es so. Er wollte die Fans zurückholen und sagen so, ey, bleibt mal locker, Sandhausen ist ein starker Gegner. Wir können jetzt nicht so marketingmäßig draufhauen und bla bla bla. Praktisch nutzt er das Marketing, was sowieso immer da ist, in dem Fall halt als Methode zu sagen, ey, wir müssen realistisch sein, Sandhausen ist eine starke Mannschaft und wir kochen auch nur mit heißem Wasser. Ich kann es halt verstehen, dass er da ein bisschen sagt, dass ja, Sandhausen ist auch ein guter Gegner. Aber das wissen die Fans auch mittlerweile. Ich glaube, wer immer noch denkt, dass Sandhausen eine Mannschaft ist, die man mal locker 3-4-0 weghaut, der hat einfach keine Ahnung vom Fußball, so beziehungsweise keine Ahnung von der zweiten Liga. Und ja, okay, die gibt's natürlich auch. Es gibt natürlich auch Fans, die sich denken, warum man nicht jeden Gegner 3-0 weghaut, weil Fortuna Düsseldorf ist eh die beste Mannschaft der Welt. Ist sie natürlich, aber trotzdem gewinnt man nicht jedes Spiel locker. Ja, ich kann ihm zugute halten, dass der da ein bisschen die Erwartung ein bisschen zurückhalten will, und aber trotzdem da jetzt so ein Fass aufzumachen, habe ich nicht ganz verstanden. Hängen wir uns nicht weiter dran auf. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst ein Follow da auf Twitter. Uns würde es freuen, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Auf der Facebook-Page findet ihr dann auch noch einen Thread zum Mitdiskutieren und für Themenvorschläge. Vielen Dank schon mal, dass ihr da einen Besuch oder ein Like und was auch immer da lasst. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, überall. Wo es Podcasts gibt, findet ihr uns auch. Ich bin der Mo.
@Wampendribbler auf Twitter, mein Komparse heute der Michael Czerenski auf Twitter. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.